Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin. Und wenn ihr das Tom Clark Liquid Video gesehen habt, habt ihr gesehen, ich habe jetzt zurzeit das Licht etwas gedimmter. Lagerfeuer ist auch an. Kamin, also Lagerfeuer nicht echt, aber am Fernseher halt. Und ich habe mir mal eine andere Position für Videos ausgesucht. Und zwar geht es um Werbeeinblendungen in diesem Video. Ich mache nachher noch eins gleich im Anschluss. Da lasst euch mal überraschen. Aber jetzt hier geht es nur um Werbeeinblendung. Ihr werdet unten in der Videobeschreibung, werdet ihr einen Link finden zu einer PDF-Datei. Da geht es um spezielle Richtlinien für YouTuber. Wegen dem Wort Werbung, Dauerwerbung, Product Placement und so. Und das will ich mit euch jetzt mal erörtern, warum und weshalb, und auch gleich abstimmen lassen. Ich hatte es ja schon im Hangout angesprochen, dass ich ab 01.01.2016 in jedem Video dieses Dauerwerbung einblenden werde. Aus Sicherheit, und ja, ich werde auch gleich erklären, warum. Da wurde mir dann gesagt, was ich davon halte und ob es vielleicht möglich wäre, dass ihr, meine Abonnenten, darüber entscheidet, welches Dauerwerbesendung ich einblenden werde. Habe ich gesagt, klar, ich muss es so oder so machen. Ich habe jetzt ein paar vorgefertigte, die werde ich euch zeigen. Die werde ich gleich einblenden nach und nach. Und dann könnt ihr euch da aussuchen, welches ihr wollt. Hier oben als erstes werde ich das chromfarbene einblenden. Ich mache es etwas größer. Später in den neuen Videos ab 01.01. wird es nicht so groß. Da wird es ganz minimal irgendwo in der Ecke oben links, oben rechts, unten links, unten rechts zu stehen sein. Wie gesagt, Chrom. Daneben werde ich euch, oder darunter mache ich euch am besten nochmal Chrom so leicht durchsichtig. Ja, da kann ich es mal machen durchsichtig. Ist mir das Gleiche. Vielleicht habt ihr da ja auch eine Meinung. Ich bin eher dazu, ich tendiere eher dazu, dass ich es leicht durchsichtig mache, dass es halt nicht so im Vordergrund ist und sich im Video besser einfügt. An manchen Situationen oder zu manchen Situationen wird es wahrscheinlich möglich, nötig sein, dass ich das leicht durchsichtige nicht so leicht durchsichtig mache, wenn man dann den Werbezug nicht wirklich mal erkennen kann. Und man muss ihn ja erkennen können. Dann werdet ihr da drunter einen weißen sehen und nochmal da drunter, also ist die Nummer 2, ich glaube, ich werde meinen 1 und 2 dann einblenden, weiß und weiß durchsichtig. Und hier werde ich jetzt mal machen, weiß mit Schatten durchsichtig, normal und durchsichtig, dann seht ihr die beiden auch. Und der hat, glaube ich, da habe ich, glaube ich, auch den Rand ein bisschen hell gemacht. Ich weiß es jetzt gar nicht genau. So, die drei stehen so von der Struktur her zur Verfügung. Einmal schlicht weiß, weiß mit Schatten und einer hellen Umrandung oder chromfarbend. Tobt euch aus. Ihr habt jetzt Möglichkeit, bis Ende des Jahres am 31. bzw. der 1.1. ist der Stichtag. Da nehme ich dann das, also mir fällt das Chromfarbene so gut, aber ich weiß noch nicht, wie es im Video aussieht. Ich werde da auch erstmal rumspielen und werde es ja jetzt in dem Video sehen, welches mir da persönlich besser gefällt. Also ich habe mich da extra selber noch nicht gespoilert, ich habe es zwar gemacht, aber ich habe noch nicht geguckt, wie es im Video wirkt. Ich möchte da ganz unparteiisch rangehen. Ich überlasse das jetzt komplett euch. Ab dem 01.01. jedes Video, was ich ab dem 01.01.2016 machen werde, wo es um irgendwelche Produkte geht, werde ich das zur Sicherheit einblenden, wie ihr unten in der PDF-Datei erkennen könnt, weil das ist wohl Pflicht, weil das Produkt länger als 90 Sekunden zu sehen ist und ich nicht will, dass der Kanal gesperrt wird oder ich irgendein Content-ID oder irgendein Strike oder irgendwelche Scheiße kriege. Zusätzlich werde ich in den Dampfer-Videos am Anfang noch ein 18er-Logo einblenden. Das werde ich jetzt hier oben mal, die anderen Schriftzüge sind mittlerweile ja weg, werde ich mal hier oben einblenden.
Das habe ich wie so eine Briefmarke gemacht. Das ist ein bisschen, ja, ist halt nicht so aufdringlich und ist mal was anderes als ein stupides 18er-Logo. Da bin ich aber auch noch am Rumexperimentieren, was ich noch nehmen kann. Das habe ich mal so gemacht, wieder mit meiner Schrift drinne, mit meiner bösen Schrift drinne. Ich werde es jetzt mal extrem groß machen, dass ihr es seht. Und dann werde ich auch im Video, werdet ihr gleich mal kleiner sehen, wie es kleiner wird und wie es dann im Endeffekt aussieht, wenn es klein ist, wenn es oben schmal in der Ecke ist. Das wird dann für etwa 30 Sekunden oder so, ich habe es mir noch nicht genau überlegt, am Anfang von jedem Dampfervideo, Liquid, Akkuträger oder sonst was zu sehen sein. Wir alle wissen, da brauchen wir uns nicht vormachen, Dampfen ist nur empfehlenswert ab 18, logischerweise. Ich finde auch gut, dass nur ab 18 gedampft werden soll. Ich muss aber auch dazu sagen, in einigen Fällen befürworte ich es auch, wenn unter 18 gedampft wird. Könnt ihr mich für angucken, ist meine persönliche Meinung. Ich habe durch meinen Kanal mit vielen Jugendlichen geschrieben, die Dampfer sind, aber nicht durchs Dampfen auf die Zigarette gekommen sind, sondern von der Zigarette weg wollten und das Dampfen als ihre Möglichkeit gefunden haben, vom Dampfen im jungen Alter wegzukommen. Mit einigen habe ich geschrieben, die sind sehr gut damit weggekommen, die sind bei Nuller gelandet und haben es dann komplett sein lassen und sind jetzt von der Zigarette weg, vom Dampfen weg. Einige dampfen noch Nuller Liquid wegen dem Geschmack. Aber meine persönliche Meinung ist, wenn man mit 14, 15, 16, 17 Jahren schon raucht und von der Zigarette weg will, was ist da? Zigaretten sind auch ab 18 und die habt ihr euch besorgt. Also da kann ich, wer hier heuchelt, wenn ich sage, da dürft ihr nicht dampfen. Ja, dann besorgt euch weiter die giftigen Glimmstängel und ja, ist doch Schwachsinn. Also von daher beißt die Maus da keinen Faden ab. In solchen Fällen befürworte ich, ey, weg hier, nicht an den Baum. In solchen Fällen befürworte ich es auch, wenn Jugendliche dampfen können. Wenn ihr natürlich nicht raucht, nicht dampft, gar nichts macht, keine Shisha, kein Nichts oder nur ab und zu mal eine Shisha, dann braucht ihr ja nicht erst mit Dampfen anfangen. Ist nun mal so. Ja, das war soweit. Ihr habt jetzt die Werbeeinblendung gesehen. Wie gesagt, bis zum 1.1., der 1.1. ist frühest der Stichtag. Ich weiß nicht, ob ich am 1.1., nee, das ist noch Feiertag, da werde ich noch kein Video machen. Ich nehme mir jetzt vermehrt auch meine Auszeit, weil der ganze Stress und ja, privat ist viel zu tun. Und dann, ihr habt ja gemerkt, was ich an Videos rausgeknüppelt habe, das ist ja auch nicht einfach so zu machen. Ich komme kaum noch dazu, eure Fragen zu beantworten, was mir leid tut. Aber ich werde mir jetzt vermehrt auch ein bisschen Zeit für mich nehmen, weil das macht mich kaputt. Ich brauche auch mal ein bisschen Ruhe. Ja, aber ich denke mal, das versteht ihr. Die Hangouts werden weiter geschehen, alles ohne Probleme. Ich verabschiede mich jetzt für dieses Video. Ich hoffe, wir sehen uns in den nächsten Videos in alter Frische wieder. Das Jahr haben wir nun bald rum geschafft. Ich weiß nicht, ob ich für Ende des Jahres noch ein Spezial mache. Ich habe keine Ahnung. Aber jetzt verabschiede ich mich erstmal. Ahoi, sagt euer Odin.